Na, geht ihr weiter? Die fliegen jetzt erst los, okay. Okay, sind immer noch da. Gut. Dann müssen die sich mal drum kümmern und das mal wegmachen. Damit wir da zur Not mal reinkommen können. Was ist das hier? Wir beabsichtigen für die Zukunft verbesserte. Blub, blub, blub. Hier ist auch ein ganz komisches Volk. So, gucken wir mal da rein. Oh, das ist auch schon ein bisschen. Sind zwar nicht so extrem stark, aber. So, wahrscheinlich ist hier unser Forschungsschiff. Nehmen wir mal ein bisschen zu. Boing, das war nächstes Schiff weg. Gut. Das sieht man hier auch schon da, ne? Ja, speichere ich mal ein Spiel zwischendurch. Hä? Ist echt schon wieder abgehauen? Da war doch... Achso, ich dachte, wir sind schon da. Da. Ja. Erzähl nicht, du fliegst jetzt wieder weg. Nein, bitte doch. Schlimm. Und danach das System erkunden. Bam, bam, bam. So, ihr könnt mal wieder zurückfliegen. Oh, wer ist da denn gestorben? Gouverneur. Gouverneur? Okay. Baugeschwindigkeit Schiffe, Baukosten Schiffe, nein. Baugeschwindigkeit Armeen, nein. Oh, da hat er aber nur die doofen Schiff-Dinger immer hier. Ah, naja, gut, dann nehmen wir da erstmal einen einfach. Besser als gar nichts da drin. Wie sieht's überhaupt aus? Haben wir jetzt eigentlich relativ viel Energie und so? Sind die gut dabei? Haben drei Planeten, 51, 36, sind wohl ein bisschen dabei, ne? Die drei Planeten sind zurzeit ja alle hier. Da können wir auch schon nachgucken. Oberfläche, da sind sie dabei. Gelb ist, sind wir am Bauen? Ne, gelb sind sie dann... Irgendwas am machen. Da sind wir am Bauen. Ist immer noch der gleiche Gouverneur. Ja, das ist immer noch der gleiche. Naja. Hau mal raus da. So, und hier die Planeten. Na gut, da haben wir. So, erstmal das hier. Disruptor Warp Antrieb 3. Oh, Mensch. Erkundungsgeschwindigkeit plus 5%. Wir nehmen erstmal den Disruptor jetzt mit rein hier. Das haben wir eigentlich alles schon mal erforscht, bin ich der Meinung. Das ist alles schon frei. Ja, ja. Was sind die, okay. Ja, wir haben ja auch ganz schön viel schon von denen. Ich weiß auch nicht, warum das so lange da dauert. Ich möchte nämlich gerne eigentlich, dass die zu uns gehören, dass wir die übernehmen können. Ich will, Mann. Wir haben schon, wir haben, glaube ich, ein relativ großes Reich. Na, wenn man jetzt mal so reinguckt, ich glaube, das ist schon groß. Ich glaube schon, dass es groß ist. Es ist halt so doof, dass was das hier ist. Also, na nicht hier, aber so. Ich möchte schon gerne irgendwie ein bisschen mehr auch einnehmen. Ich möchte auch mich mehr um mehr Planeten kümmern oder dass unsere Dings hat sich um mehr Planeten kümmern halt. Und Sektorenverwalter. Dass wir noch ein bisschen was machen können. Und so ist das doof. Verstehe auch nicht gerade, warum die hier eigentlich das noch nicht freigestellt haben. Das verstehe ich gar nicht. Ist das die Zufriedenheitsbasis? Gemeinschaftlich?
Zufriedenheit. Okay. Ist das der Zufriedenheitsbalken dann? Also ich klau den doch nichts, ne? Eigentlich, also. Eigentlich klau ich den ja nichts. Ich sag ja nicht, hier arbeitet hart oder so, sondern. Was ist das hier überhaupt? Achso, Ligiara, die brauchen doch gar keine. Mineralarm, okay. Die haben auch nur 67%, warum? Aber die hat 70%. Hier kann erstmal wieder weg. Nigeria Transfer. Ja, kann auch. Kann weg erstmal so. Braucht gar nicht mehr. Ihr seid doch dabei. Ja gut, ihr seid, habt noch ein bisschen langsam halt, weil ihr mehr auf Energie geht. Klar, logisch. Aber ihr gebt ja auch nicht wirklich was ab. Na gut, das dauert halt wahrscheinlich noch ein bisschen. Was haben wir da? Also das hatten wir jetzt entdeckt hier alles. Und das bietet nicht viel außer ein. Dann liegt noch nicht. Achso, er ist noch nicht mal erkundet. Achso. Na gut, zwei Energie ist ja auch schon cool. Achso, wir könnten eigentlich hier mal gucken. Handelskommabtausch. Grenzzugang. Wo ist denn hier? Nee. Wie, was ist denn Informationen? Transfer verschiedene Informationstypen zur anderen Partei. Ah! Oh. Erforschen. Sternenkarten, da ist das. Versuchen wir es doch mal. B. Bestätigen. Zwei Untersuchung, von dem wir unser ersten. Okay. Und hier ist eine Sternkarte. Eure Bedingungen klingen vernünftig, das ist ernst. Danke. Super. Was ist das denn hier? In einem entlegenen Teil von der hat das Wissenschaftlerteam eine. Ach, jetzt haben wir beides hier. Zwei verschiedene Sachen. Okay, sie enthält grundlegende Informationen über eine weit entfernte System, die mit Abbildung und einer Art Periodensystem dargestellt werden. Mit Hilfe der Informationen, Lagewesen, die Position, die Ressourcen des Systems abzuteilen. Interessant. Also das hier, ein Weltall-Spionagedrohne, ist im. Welche Königin und wo? Situation log updated. Aha. Also sie zoffen sich hier richtig. Hat ein Forschungsschiff im Orbit, ja. Wie soll ich denn da. Ich krieg ja kein Forschungsschiff hin. Wenn ich jetzt ein Forschungsschiff nehme, das ist noch am Arbeiten, wenn ich das hier nehme und sage hier, es gibt keine Route, auf die dieses Gebiet erreichen kann. Von daher ist das Thema vorbei. Von daher ist das Thema vorbei. Doof, 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 doof. Ah, das dauert leider Laune. Oh. So, hier. System ist analysiert. Okay. Wir können jetzt auch noch nicht mit einem Bauschiff. Wo ist das? Das ist das da ganz oben. Die Windur. Ach, die Windur ist da. Okay. Ich kann jetzt hier nicht. Doch, kann ich. Na gut. Dann mal go. Dann sehen wir zu, dass du da die zwei Energie abbaust. Du.
Haben nur 7, ne? Ist noch nicht so viel. Und jetzt brauchen sie ja hauptsächlich, um eigentlich bauen zu können. Die haben auch viel Krieg hier überall. Mann, 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 Mann. Ist das immer noch nicht möglich, eine Vasilisierung da zu machen? Mann. Die zwei holen uns ja auf jeden Fall schon mal. Gut, da unten sind auch noch Energien, ne? Ja, ich habe auch immer den perfekten Moment, um auf dieses Speichern da zu kommen. Das ist echt extrem. Ah. Der Himmelskörper der Klasse Planet liegt außerhalb unserer Grenzen. Deswegen müssen wir erstmal das Ding bauen. Okay. Oh, und da wäre sogar noch das sogar noch nebenbei lustigerweise. Nehmen wir mit. Oh, was? Jemand anderes hat die Königin erwischt. Ja, jemand anderes hat die verletzte Königin gefangen, die entdeckt worden war. Die Kreatur wurde nicht nur völlig geheilt, sondern auch ihrer Verbindung zum Rest der Plage beraubt. Sie dient nun ihren neuen Herren und den Berichten nachzuschließen, hat sie schon mit einer neuen Blut begonnen. Wir waren zu langsam alleine. Habt ihr mal gesehen, wo das war, Leute? Da unten. Da. Wie soll ich denn da... Wir sind hier. Wieso können wir denn da zu langsam sein? Ja, logisch. Ey, da. Logik ist nicht so euer Ding, ne? Da ist jetzt am Hinfliegen. Das ist schon mal gut. Da haben wir auch nur das drauf sogar. Wir müssen wahrscheinlich auch mal für die ein bisschen hier an Kristallen abbauen, damit die auch ein bisschen schneller Kristalle kriegen hier. Da kommen wir nicht ran, weil das ist irgendwie, wenn man nicht guckt, dann hier so. Ach doch, man kann die... Ach nee. Das ist ja auch interessant. So. Aber ich möchte das doch schon eher so haben, wie wir es vorhaben. Was ist das Standard? Das ist glaube ich Standard. Das sieht gut aus. Ach Gottchen, Research complete. Königlich Feuerwaffe. Okay. So, was dauert jetzt nicht so lange? Durastahlpanzerung. Wir nehmen mal die Durastahlpanzerung. Hier sind wir auch schon bald dabei. Noch 30 Monate. Dann können wir sogar tote Welten. Oh, das wird schön. Das wird schön. Wir haben ein paar tote Welten. Definitiv. Wir haben eigentlich auch noch ein Kolonieschiff, oder? Kolonieschiff? Da, ja. Zum Beispiel hier oben ist eine tote Welt. Adriade Welt. 30%. Können wir da neuerdings auch drauf ansiedeln? Nee. Können wir nämlich nicht. Aber wir könnten wahrscheinlich schon Terraforming betreiben. Verdammt. Warum nicht? Achso, weil es da schon eine gibt, wo wir da die drei Dings herkriegen, okay. Jetzt aber. Terraforming bauen, so. Ist eigentlich auch mal eine Möglichkeit, hätten wir vielleicht auch schon mal vorher bedenken können. So. Kolonieschiff. Da drüben ist arktische Welt. Da sind wir auch drauf, oder nicht? Hier noch eine arktische Welt? Oh. Die wollten wir wahrscheinlich wandeln und haben es vergessen. Ich habe es vergessen anzuschmeißen. Oh. Upsala. So, wir haben jetzt hier die zwei Dinger gebaut. Können wir jetzt hier drüben bauen? Bergstation bauen. Super. Können wir auch direkt. Dann können wir auch die Sektorenverwaltung wieder machen. Sektorverwaltung plus, 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 plus.
Was? Wieso? Abschließen. So, da haben wir doch noch. Haben wir da schon? Haben wir denn da? Wann haben wir denn da, bitteschön? Warum ist denn das hier rot? Warum könnten wir das hin, so wie halt bla bla bla. Jo, was ist das hier? Sehr schön. Können wir auf Terraforming gehen? Gehen wir halt auf Wüstenwelt. Das ist auch vollkommen egal. Auf Wüstenwelt gehen wir jetzt noch was anderes. Ich wusste gar nicht, dass wir hier... Das haben wir doch automatisch übernommen, oder? Das ist doch also... Okay. Wir haben doch da nichts gebaut, wir sind doch nur dahin. Dann waren da schon Stationen und die haben wir einfach übernommen. Das ist ziemlich gut. Der Raumwaffen von der eine Baureihe beendet, was? Was hat er beendet? Wurde er upgraded? Okay. Das ist mir relativ wumpel, was ihr da macht. Wenn ihr meint, das ist so richtig, dann okay. Wir können im Sektor 100 Energiequellen schicken, um sein Wachstum zu beschleunigen. Oh. Ja, warum war das nicht mal vorher gesagt? Hier, komm. 2000. Bam. Mist. Das ist ja... Kacke. Ja, schön. Hätte ich das vorher gewusst. Also... Man sollte es jetzt mal vor Ort durchlesen. Ja, ja. Die Loyalisten-Aktion der keine Fraktion, okay. Hat erstmal 2000, vielleicht kann er damit ja mal was anfangen. Da ist er noch am Bauen. Sehr schön, hat er fertig. Hat er fertig gemacht. So. Da können wir nicht hin, das gehört alles nicht uns. Warte mal, waren wir nicht schon bei über 200? Construction complete. Construction complete. Okay. Handelsankommen anbieten. Was können wir noch anbieten? Nicht-Angriffspakt. Grenzzugang, Militärzugang, Zivilzugang, Stationsrechte. Zivilzugang. Wo ist das denn hier? Garantiert der anderen Seite für die Dauer, das heißt die Unabhängigkeit. Wird die andere Partei angegriffen, trifft die garantierte Partei auf deren Seite im Krieg ein, etwaige Erbündnisverhältnisse, spielt aber keine Rolle. Was haben wir hier gemacht? Grenzzugang. Zivil. Das wird dann weniger. 5 weniger. Okay. Krass. Bestätigen. Mal gucken, was sie sagen. Nach rechtlicher Überlegung hat der Ganze sich entschlossen, euer Handeln anzunehmen. Okay. Oh, wir haben eine Forschung fertig. Sehr schön. Planetarer Schildgenerator. In einer planetaren Atmosphäre einen starken Energieschild aufzubauen, ist eine viel größere Herausforderung als im Vakuum des Weltraums. Bietet der Wirksamkeit an die orbitalen Bombardierungen. Das ist jetzt wieder schwer hier. Das ist echt fies gerade. Aber es ist episch. Es ist lila. Es muss gemacht werden. Es geht nicht anders. Es geht einfach nicht anders. So, wie sieht's denn aus mit unserem Sektor hier? Der hat schon wieder ein bisschen was ausgegeben. Der hat jetzt sogar schon wieder was ausgegeben. Dann machen wir gleich wieder auf 2000 hoch. Ah, die nächste Forschung ist fertig. Tote Welten. Sehr schön. Biolabor 2, Xenozoo, Anführlimit, Anführdetails, Sozialhilfeprogramm. Nehmen wir Sozialhilfeprogramm mal mit rein. Wo auch immer wir das nachher benutzen können überhaupt. Und jetzt ist die Frage, Kolonieschiffe. So,
Ariadewelt, Tote Welt 10%. Kein Terraforming möglich, warum nicht? Weil wir da schon was drin haben. Okay, wir versuchen das einfach mal hier die oben zu kolonisieren. So, mal gucken, was da passiert. Soll schon mal machen. Aber wie viele tote Welten hatten wir noch in unserem Gebiet? Das ist das. Das ist das. Weg damit. Hatten wir sonst keine tote Welt mehr bei uns? Doch, hier hinten, ne? Tote Welt. Genau. Und da hatten wir eine arktische Welt noch. Die wir gerade terraformen. Genau. Und da ist auch eine tote Welt. Und da ist Adria-Welt und Tundra. Tundra-Welt können wir nicht. Aber ist immer noch nicht in Tundra-Welt. Okay. Aber wir haben noch sowieso hier ein Baudings auf unserer Nähe. War das jetzt hier? Und wieso ist kein Terraforming möglich? Ach so, da. Ach man. So. Der war das. Terraforming. Ach, und hier kann ich wahrscheinlich kein Terraforming gerade machen. Weil ich da das schon scheiße. Muss es aber hier Militär, das muss erstmal zustimmen. So, und hier brauchen wir noch eine Terraforming-Station, so, mindestens, damit das mal vorangeht. Da haben wir auch nochmal eine tote Welt da. Und da können wir noch kolonisieren zur Not. Könnte man ruhig mal machen. Wir bauen nochmal ein Kolonieschiff. Das haben wir nochmal rein. Kolonie. Da, Kolonieschiff. Forschung laufen erst nochmal ein bisschen. Das dauert alles noch ein bisschen, eine Weile. Wir haben uns ein bisschen schwer vergrößert hier. Wir müssen mal gucken, ob wir da noch hinkommen irgendwie und da hinkommen. Und dann ist aber auch bald Ende. Ja, dann würde ich sagen, danke ich erst einmal wieder fürs Zuschauen. Wir speichern hier wieder. Und dann werden wir sehen, dass wir beim nächsten Mal wieder ein bisschen weiterkommen. Vielleicht erklären wir dann wieder einen neuen Krieg. Vielleicht kriegen wir einen zu drüben um den nochmal ein bisschen, weil das geht mir so senkelt. Und ich werde auch während der Pause mal schauen, wie das ist mit der Übernahme. Ob es irgendwas im Internet schon zu finden gibt, wie genau man irgendetwas genaues machen kann wegen Übernahmen. Jedenfalls Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!